Grüß euch zum neuen News-Video der Mobermanufaktur. Heute habe ich für euch wieder feinsten Fahrbetrieb mit einigen neuen Modellen. Die technische Komponente kommt mit dem neuen Rollenprüfstand nicht zu kurz und auch die Vorschau auf ein kommendes Video ist ganz spannend. Während am Bahnhof eine Reihe 1063 mit einem SGG NSS Containertragwagen vermutlich wegen eines technischen Defekts abgestellt ist, fährt eine Baureihe 186 der DB ein. Diese zieht einen Ganzzug beladen mit landwirtschaftlichen Maschinen des Herstellers Klass. Als nächstes sehen wir eine 388er der CD Cargo mit einem Getreidewagen-Ganzzug kommend aus Richtung Alt-Johannstein. Die Wagen sind großteils von B-Modells, aber auch Märklin und Schueff sind mit dabei. Richtig cool, wie die Lok hier in den Bahnhof kommt. Auch sehr spannend für mich die unterschiedlichen Farbgebungen der Wagen. Das bringt ein bisschen Abwechslung mit rein. Eins der heutigen Highlights, ein Sondertransport der Rail Adventure. Diese schleppen mit ihren Loco-Buddies, so heißen die gelben Dinger, eine 1041er. Ausgemustert bei der ÖBB kommt die doch schon ältere Maschine angeblich in ein Eisenbahnmuseum. Wir pausieren den Fahrbetrieb und werfen einen Blick auf ein kommendes Bauvideo. Geplant ist die Gestaltung rund um den Bahnhof, sprich im Bereich der Bahnsteige und den Vorplatz mit Bushaltestelle. Auch möchte ich versuchen, dahinter noch eine Stadthäuserzeile in Reliefbauweise zu platzieren. Mal sehen, ob der Platz dazu ausreicht. Die Pico CD 388 bzw. in Deutschland als Baureihe 187 im Einsatz haben wir vorhin schon im Fahrbetrieb gesehen. Eine sehr schöne Lok, wie ich finde. Nur was mein Auge gestört hat, die zu hohen Stromabnehmer. Somit habe ich diese abgebaut, die Isolatoren und Verschraubungen um ca. 1,5 mm gekürzt und wieder montiert. Im zusammengeschnittenen Vergleichsfoto kann man es halbwegs gut sehen, wie sie somit tiefer gelegt sind. Links vorher, rechts nachher. Für mich eine deutliche optische Aufwertung der Lok.
Nach dem Wintereinsatz im letzten News-Video habe ich die Beilhag-Schneefräse der ÖBB-Infra einer Reinigung unterzogen. Ich war aber sehr erstaunt, die Verschmutzung hielt sich sehr in Grenzen. Als neues Werkzeug in der Moba-Manufaktur sehe ich den Rollenprüfstand. Nachdem ich mir ein Video von Christians Modellbahn angesehen habe, Verlinkung in der Videobeschreibung, in dem er den Edelstahlprüfstand von Veloe vorstellt, fiel meine Entscheidung auf diesen Hersteller. Ausführung mit einer Länge von 75 cm und Rollen für bis zu 12 Achsen an der Lok bzw. am Triebwagen. Zum Einsatz kommt dieser beim Einfahren von Loks, aber auch beim Programmieren mit dem ESO-Lok-Programmer. Hier für euch mit der Euro-Dual der DB Cargo getestet. Weil es so schön ist, sehen wir uns den Sondertransport auch nochmal in Nahaufnahme an. Die Baureihe 111 ist von Pico, die Packwagen inklusive Lokobadis stammen als Set von Tillig. Unbeaufsichtigt kann man das Gespann aber leider nicht fahren lassen, da es manchmal doch vor allem in Kurven herumzickt. Die sechsteilige Westbahn wurde nun endlich von mir mit ESO-Lok-Sound ausgestattet. Auch wenn sie nicht neu ist, hat sie somit einen Auftritt in diesem Video verdient. Neu ist allerdings der Nightjet Taurus von Jägerndorfer als Reihe 1116. Sie zieht hier einen Mischer mit einigen neuen Wagen von Rocco Pico und Elektrotren. Von Rivarossi stammt die hier gezeigte 1046er im Valusec-Design der Epoche 5. Die Lok war im Sale unfassbar günstig, obwohl sie Sound hat, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Sie zieht hier einen wunderschönen Eurocity der Epoche 4 bis 5 über die Anlage. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Bitte hinterlasst mir ein Abo und auch ein Like, denn nur so können wir den YouTube-Algorithmus dazu bringen, dass sich mehr Zuschauer mit dem schönsten Hobby der Welt beschäftigen. Danke, bis zum nächsten Mal. Hans von der Moba-Manufaktur.